Hallo zusammen bei meiner letzten Märchenzeit in diesem Jahr. Und heute lese ich euch vor das Märchen vom Wind und vom Wasser von Idris Shah. Das war ein indischer Schriftsteller, der von 1924 bis 1996 gelebt hat, also schon nicht mehr lebt. Und ich habe das Büchle von der Eva bekommen. Dankeschön. Und finde es ja irgendwie passend zu heute Abend, Nacht, zum heutigen Datum. Und here we go. Lesebrille auf. Nochmal geräuspert. Jawohl. Ein Strom floss von seinem Ursprung in fernen Gebirgen durch sehr verschiedene Landschaften und erreichte schließlich die Sandwüste. Genauso wie er alle anderen Hindernisse überwunden hatte, versuchte der Strom nun auch die Wüste zu durchqueren. Aber er merkte schnell, dass, so schnell er auch in den Sand fließen mochte, seine Wasser verschwanden. Er war jedoch überzeugt davon, dass es seine Bestimmung sei, die Wüste zu durchqueren, auch wenn es keinen Weg gab. Da hörte er, wie eine verborgene Stimme, die aus der Wüste kam, ihm zuflüsterte: Der Wind durchquert die Wüste und der Strom kann es auch. Der Strom wandte ein, dass er sich doch gegen den Sand werfe, aber dabei nur aufgesogen würde. Der Wind aber könne fliegen und deshalb vermochte er, die Wüste zu überqueren. Wenn du dich auf die gewohnte Weise vorantreibst, wird es dir unmöglich sein, sie zu überqueren. Du wirst entweder verschwinden oder du wirst ein Sumpf. Du musst dem Wind erlauben, dich über deinen Bestimmungsort hinüberzutragen. Aber wie sollte das zugehen? Indem du dich von ihm aufnehmen lässt. Diese Vorstellung war für den Fluss unannehmbar. Schließlich war er noch nie zuvor aufgesogen worden. Er wollte keinesfalls seine Eigenart verlieren. Denn wenn man sich einmal verliert, wie kann man da wissen, ob man sich je wieder gewinnt? Der Wind erfüllt seine Aufgabe, sagte der Sand. Er nimmt das Wasser auf, trägt es über die Wüste und lässt es dann wieder fallen. Als Regen fällt es hernieder und das Wasser wird wieder ein Fluss. Woher kann ich wissen, ob das wirklich wahr ist? Fragte der Strom. Es ist eben so, und wenn du es nicht glaubst, kannst du eben nur ein Sumpf werden. Und auch das würde viele, viele Jahre dauern. Und es ist bestimmt nicht dasselbe wie ein Fluss. Aber kann ich nicht derselbe Fluss bleiben, der ich jetzt bin? In keinem Fall kannst du bleiben, was du bist, flüsterte die geheimnisvolle Stimme. Was wahrhaft wesentlich an dir ist, wird fortgetragen und bildet wieder einen Strom. Heute wirst du nach dem genannt, was du jetzt gerade bist. Doch du weißt nicht, welcher Teil deines Selbst der wesentliche ist. Als der Strom dies alles hörte, stieg in seinem Innern langsam ein Widerhall auf. Dunkel erinnerte er sich an einen Zustand, in dem der Wind ihn, oder einen Teil von ihm, war es so, auf seinen Schwingen getragen hatte. Er erinnerte sich auch daran, dass dieses und nicht das jedermann Sichtbare das Eigentliche war, was zu tun wäre. Oder tat er es schon? Ich bin jetzt auch verwirrt. Und der Strom ließ seinen Dunst aufsteigen in die Arme des Windes, der ihn willkommen hieß, sachte und leicht aufwärts trug und ihn, sobald sie nach vielen, vielen Meilen den Gipfel des Gebirges erreicht hatten, sanft wieder herabfallen ließ. Und weil er voller Bedenken gewesen war, konnte der Strom nun in seinem Gemüte die Erfahrungen in allen Einzelheiten viel deutlicher festhalten und erinnern und davon berichten. Er erkannte, ja, jetzt bin ich wirklich ich selbst. Der Strom lernte,
Und die Sandwüste flüsterte, wir wissen, weil wir sehen, wie es sich Tag für Tag ereignet. Denn wir, die Sandwüsten, sind immer dabei, das ganze Flussufer entlang bis hin zum Gebirge. Und deshalb sagt man, dass der Weg, der den Strom des Lebens auf seiner Reise, einschlagen muss, in den Sand geschrieben ist. In dem Sinn wünsche ich allen einen guten Rutsch, bleibt gesund und morgen gibt es noch eine Geschichte von mir und dann war es das für diese Märchenzeit. Habt einen schönen Abend. Ciao.